März 2017. Die Geißelorgel der St. Petrusgemeinde in Gaubischofsheim hat 350. Geburtstag. Grund genug für ein außergewöhnliches Konzert. Außergewöhnlich, weil es dem Förderverein der Geißelorgel um Karl Ludwig Goeth gelungen war, dafür zwei Musiker der Extraklasse zu verpflichten. Professor Matthias Eisenberg, weltweit gefeierter Virtuose an der Orgel, der Königin der Instrumente. Und Daniel Schmal, ein Meister seiner Instrumente, Trompete und Corno da Caccia. Barockmusik war das Thema des Abends, passend zum Geburtsjahr der Orgel 1667, mit Werken von Bach, Telemann, Mozart sowie der italienischen Komponisten Baldassare, Martini und Albioni. Ein Höhepunkt des Konzerts war sicherlich das Orgel-Solowerk vom Johann Sebastian Bach-Präludium und Fuge in Es-Dur. In dieser Perfektion, durch Professor Eisenberg klanglich und technisch perfekt interpretiert, hatte man das Geburtstagskind noch selten gehört. Doch auch Daniel Schmal stand mit seinen Interpretationen, vor allem der italienischen Komponisten, dem Meister an der Orgel, in nichts nach. Etwas über eine Stunde, länger sind die Orgelkonzerte in Gaubischofsheim nie, also große Kunst und alles in allem ein überaus gelungener und dem Anlass absolut würdiger Abend, der am Ende vom Publikum in der übervollen Kirche St. Petrus minutenlang mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.